Die Umma-Identität muss den Nationalismus ersetzen, die Nation eher auf den zweiten Platz stellen, sie aber nicht unbedingt aufgeben. Das heißt, natürlich kommt man aus einem Land. Natürlich bin ich Algerier, natürlich bin ich Marokkaner, natürlich bin ich Ägypter. Aber, was das Wichtigste ist, ich bin erstmal Muslim, bin Teil dieser Umma, dieses Umma-Gebildes, bin Teil einer Nation als Muslim und danach bin ich Teil einer marokkanischen Gesellschaft, einer ägyptischen Gesellschaft und danach bin ich Teil einer Gesellschaft, die aus Fes kommt oder aus wo auch immer. Also Unterteilungen, da ist nichts Schlimmes dran. Und wiederum eine Sache, die wir gestern erwähnt haben. Da ist nichts Schlechtes dran, sein Land zu lieben. Rasulullah hat Mekka geliebt. Er hat Mekka geliebt. Aber es gibt keinen Bericht davon, dass Rasulullah jemals gesagt hat, ich bin stolz darauf, Mekkaner zu sein. Gibt es nicht. Niemals hat er gesagt, ich bin stolz darauf, von dem Stamm zu kommen. Niemals hat er gesagt, ich bin stolz darauf, das und das und das. Niemals. Stolz und Liebe sind zwei verschiedene Sachen. Man kann sein Land lieben, man kann nicht nur sein Land, sondern wo man herkommt, wo man geboren wurde, kann man lieben, die Stadt, kann man lieben. Aber stolz drauf zu sein, das sind zwei verschiedene Sachen. Es gibt 1,8 Milliarden Muslime auf der Welt, mehr als 50 muslimische Staaten und mehr als 200 Sprachen, die die Muslime sprechen. So reich ist unsere Umma. Und so würde unsere Umma aussehen. Hätten wir ein Land als muslimisches Land, würden das, im Grunde genommen, würde das ein Land ausmachen. Ein Riesenland. Und wenn man sich überlegt, was für ein Potenzial da ist. Wir haben in der islamischen Welt die reichsten Länder der Welt. Wir haben aber auch die ärmsten Länder der Welt. Wir haben die am weitesten gebildetsten Länder der Welt, aber auch die am wenigsten gebildetsten Länder der Welt. Wir haben die wirtschaftlich starken Länder der Welt, aber auch die am ärmsten der Welt. Also Disparitäten, die kann man sich gar nicht vorstellen. Kulturell gesehen sehr unterschiedlich. Und das sieht man, wenn man zur Hajj geht.